Leuko, gib mir mal den Status durch. Aha. Und Schallnerv, ja. Also, Blutdruck 80 zu 120. Mhm. Ist okay, oder? Ja, ja. Puls 65 Hertz, auch normal. Atmung schwer und Temperatur, 37 Grad und steigend. Was? Ja, aber das bedeutet Fieber. Meinst du? Vielleicht ist es ja morgen früh wieder... Nein, 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 nein. Keine Experimente. Wir brauchen sofort ein Medikament. Serope? Kenn ich nicht. Sieht aber ganz gut aus. Roger, Einnahme wird vorbereitet. Na, Vorsicht. Er ist drin? Ja, gut so. Keine Sorge, morgen früh ist wieder alles in Ordnung. Ja. Magen. Nächster Halt, Gehirn. Wird er schon verdaut? Er ist in der Blutbahn. Sehr gut. Gehirn. Nächster Halt, Herz. Wow. Zirope. Willkommen an Bord. Hallo. Ich bin Nerv, zuständig für das Nervensystem hier. Und das ist Leuko vom Blutkreislauf hier. Und das ist Lymph, unsere Abwehrzelle. Ihm geht's heute leider nicht so gut. Gell, Lymph? Ich sehe. Lasst mich raten. Ist das hier ein menschlicher Organismus? Ja. Okay, also das Wichtigste erstmal, absolute Ruhe bewahren. Und keine Panik. Wir haben ein Problem. Gut, dass ihr mich eingenommen habt. Führt mich dorthin. Na gut, nehmen wir die Blutbahn. Ja. Damit rechnet der Virus bestimmt. Wir gehen lieber durch die Nase. Na gut, alle Mann festhalten. Vorsicht, das glatt hier. Wir sind jetzt in der Nasennebenhöhle. Der Virus hat die Schleimproduktion erhöht. Ist ja ekelhaft. Halt! Wir sind da. Die Lunge. Nichts zu sehen. Was war das? Da! Oh Gott! Ein Virus! Ich hab's gewusst. Wir müssen festhalten! Oh. Und das lasst ihr euch von denen gefallen? Ja, ja, genau, Lymph. Lass dir mal das nicht gefallen. Los, Lymph. Mach ihn fertig. Na los, zeig's ihm die Karte. Ich wäre wieder nicht so sicher. Ich fertig. Und klapp. Oh nein. Ich würde jetzt lieber wieder ins Gehirn. Flat. Okay, jetzt lass mich mal ran. Serope, wie willst du eigentlich den Virus besiegen? Ja, genau. Ha. Mit meinen Wirkstoffkugeln werde ich ihn einfach neutralisieren. Los, kommt. Super. Hey, nicht so schnell! Ja. Halt, hört ihr das? Na klar, das ist der Herzschlag. Schaut mal da! Wie? Oh, nee. Er hört die Frequenz. Was bedeutet das für uns? Der Blutdruck wird steigen. Ja, na und? Moment mal. Keine Panik. Doch, der Virus. Er hat die Kontrolle übernommen. Aber nicht mehr lange, wenn meine Wirkung einsetzt. Na los, dann komm doch. Na gut, du hast es nicht anders gewollt. Nimm das! Zucker!
Hä? So, hey, Moment mal. Und jetzt zeige ich euch, wer euer Held Zero P wirklich ist. Man sollte immer auch das Kleingedruckte lesen. Voila! Was, Placebo? Genau. Du Nerv, was heißt eigentlich Placebo? Das ist eine völlig unwirksame... absolut nichtsnutzige, unwirksame Substanz. So schnell wird die Tötung nicht los. Der OP, du hast es geschafft! Ja, die Erkältung ist weg! Ja, logisch! Du bist der Größte! Tja, und garantiert ohne Nebenwirkungen! Ach, genau! Von nun an nehmen wir nur noch Placebo-Medikamente, gell? Genau! Ja! Das ist also der Blick nach draußen? Ja! Cool! Sag mal, darf ich auch mal in den Kontrollsessel? Ja, wieso eigentlich nicht? Klar. Ja. Und wofür ist dieser Knopf hier? Oh, nein!